Es ist mal wieder soweit. Das Dragon Ball Z-Universum lädt euch zu unzähligen Prügelrunden mit Son Goku und Co. ein. Was euch im neuesten Ableger der Serie erwartet und welche Neuerungen enthalten sind, erfahrt ihr hier. Die Zeit ist in Gefahr und mit ihr sämtliche historische Kämpfe der Dragon Ball Saga. Zwei schurkische Dämonen reisen durch die Zeit und manipulieren epische und denkwürdige Momente zugunsten der Bösewichte. Damit das Zeitgefüge nicht vollständig im Chaos endet, meldet ihr euch bei Trunk und seiner Zeitpatrouille. Er hat euch mit Hilfe der Dragon Balls beschwört und nun liegt es an euch, durch die Zeit zu reisen und die Kämpfe so enden zu lassen, wie sie einst wirklich passiert sind. Die Geschichte ist ein solider Grundstein für ein Spiel voller Möglichkeiten. Da ihr auf diese Weise nicht nur alle Charaktere des Dragon Ball Universums zu sehen bekommt, sondern sogar aktiv an allen großen Kämpfen teilnehmen könnt, erfüllt die Geschichte bravös ihren Zweck. Eine wunderbare Idee ist die Tatsache, dass ihr euren Charakter selbst erstellen könnt. Dabei habt ihr die Wahl zwischen den üblichen Dragon Ball Rassen wie Mensch, Majin oder Freezer. Zwar sind die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt, doch führt das unterm Strich dazu, dass euer Charakter individuell ist und trotzdem aussieht, als hätte ihn Akira Toriyama selbst entworfen. Bevor ihr euch ins Abenteuer stürzt, wählt ihr euren bevorzugten Kampfstil. Mehr Nahkampf, mehr Fernkampf per Ki oder eine gute Mischung aus beidem. Diese Präferenzen könnt ihr natürlich im Laufe des Spiels verändern und anpassen. Genau hier liegt auch eine große Stärke von Dragon Ball Xenoverse. Ihr seid ständig damit beschäftigt, neue Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände zu erspielen und zu kaufen, die eure Optik sowie eure Werte verbessern. Gleichzeitig bekommt ihr für jeden Stufenaufstieg neue Attributspunkte, die ihr beispielsweise für mehr Ausdauer oder mehr Gesundheit einsetzen könnt. All das sorgt für genügend Motivation, etliche Stunden in der neuen Spielwelt zu verbringen. Doch wie sieht diese aus? Hier ist ein Vergleich passend, mit dem wohl keiner gerechnet hätte. Destiny. Spielt ihr gerade nicht einen der epischen Kämpfe aus der Geschichte, lauft ihr durch den Spiele-Hub. Wie auch der Turm in Destiny ist dies ein offener Treffpunkt, der euch eine Reihe von Möglichkeiten gibt. Ihr könnt andere Spieler und NPCs ansprechen und zu Verbündeten machen, einen Meister wählen, der euch mit neuen Kräften versorgt, shoppen gehen und euch auf den nächsten Kampf vorbereiten. Und an geeigneten Stellen eine Vielzahl von Aktivitäten starten. Egal ob Couch-Koop oder PvP, Online-Koop oder PvP, Ranglistenspiele oder Nebenmissionen, die sogenannten Nebenpatrouillen. Was ihr auch vorhabt, hier werden eure Träume wahr. Schade, dass der Netcode aktuell noch nicht besonders stabil ist. So kann es lange dauern, bis ein Spiel zustande kommt oder etliche Versuche, ein Spiel zu starten, damit enden, dass ihr euch doch wieder alleine in den Kampf stürzt. Die Nebenpatrouillen sind übrigens sehr praktisch, falls ihr mal in der Hauptgeschichte scheitert. Diese Missionen sind etwas leichter und helfen euch dabei, euren Charakter stark genug zu machen, um es mit anfänglich unüberwindbaren Gegnern erneut aufzunehmen. Natürlich darf auch das Kampfsystem nicht unerwähnt bleiben. Dieses ist unglaublich direkt und geht verdammt gut von der Hand. Zu Beginn reicht es eher wahllos Attacken zu wählen, wogegen ihr im Lauf des Spiels zunehmend zu Taktik gezwungen werdet und auf euer Timing achten solltet. Überraschenderweise behaltet ihr immer recht gut den Überblick im Kampf, auch wenn diese irre schnell sind. Da Dragon Ball mit Xenoverse sein Debüt auf der aktuellen Konsolengeneration feiert, war besonders die Frage nach der Optik groß. Ja, es sieht gut aus. Der Übergang zwischen Anime und Ingame ist minimal und zumindest bei den Charakteren wurden auch auf kleinere Details wie durch den Kampf entstandene Verletzungen geachtet. Auch Tokitokistadt, euer Spiele-Hub, sieht gut aus und ist durch passende Musik untermalt. Leider sind die Schauplätze der Kämpfe weniger beeindruckend. Wie in zahlreichen Vorgängern mangelt es hier einfach an Details, die den Eindruck vermitteln, sich in einer lebendigen Spielwelt zu bewegen. Auch von Dynamik ist hier keine Spur. Selbst wenn ihr einen brachialen Schlag auf den Boden landet oder einen Gegner mittels Kamehameha gegen eine Wand donnert, hinterlässt das nur für einen Augenblick sichtbare Schäden an der Umgebung. Die Vertonung ist dagegen solide. Dragon Ball-typische Musik begleitet euch das gesamte Spiel über und ihr könnt zwischen der englischen und japanischen Vertonung wählen. Wie bereits mehrfach angedeutet, gibt es eine Menge zu tun. Die Idee der Zeitreisen geht auf und dank eures eigenen Charakters geht die Motivation, sich weiterzuentwickeln, nicht so schnell aus. Um hier noch einmal den Vergleich zu Destiny zu ziehen, egal ob ihr Solo-, Koop- oder PvP-Spiele bevorzugt, für jeden Geschmack wird ordentlich etwas geboten. Insgesamt könnt ihr 56 Charaktere aus dem Dragon Ball-Universum freispielen und diese zumindest bei einigen Nebenpatrouillen und im PvP-Modus auch selbst spielen. Die Abrechnung. Bekannte große Schlachten aus der Dragon Ball Saga, eigener Charakter, viele Spielmöglichkeiten und Interaktionen, statisches Umgebungsdesign, instabiler Netcode.
Solltet ihr seit Battle of Z auf einen würdigen Nachfolger gewartet haben, seid ihr nun fündig geworden. Besonders die Tatsache, dass ihr die großen Schlachten, die ihr damals vor dem TV bewundert habt, nun mit Freunden ausfechten könnt, macht Dragon Ball Xenoverse zu einem großartigen Erlebnis für Fans. Die Rollenspielelemente eures eigenen Charakters passen super ins Spiel. Als nächstes sollte sich Namco allerdings der Umgebungsoptik zuwenden. Hello! Hello there!